Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute möchte ich euch ein Zimt-Nuss-Gebäck zeigen aus Hefeteig. Also das Beste an diesem Gebäck ist ja nicht, dass der super lecker schmeckt, sondern auch super gut aussieht. Dabei ist das ganz einfach zu vorbereiten. Dazu benötigen wir ca. 500 Gramm Mehl, ein Päckchen frische Hefe, 70 Gramm Zucker, ein Esslöffel Butter, 250 Milliliter lauwarme Milch und eine Prise Salz. Mehl habe ich jetzt in meine Schüssel hineingegeben, mache eine Mulde hinein und gebe dann so eine Prise Salz, Butter und die Milch hinein. In die Milch habe ich dann Hefe und Zucker reingegeben und habe das so circa 5 Minuten ruhen lassen und werde dann jetzt meinen Teig vorbereiten. So, jetzt mache ich den Deckel zu und lasse meinen Teig an einem warmen Ort so ca. 15 Minuten gehen. Die Arbeitsplatte könnt ihr einfach mit Mehl bestreuen und als Füllung werde ich dann einfach Zimt, Zucker und gemahlene Haselnüsse. Ihr könnt natürlich auch Mandeln nehmen. Das Ganze vermische ich einfach miteinander und rolle den Teig aus. So, jetzt gebe ich einfach die Füllung rein. Ich streue ein bisschen Wasser, damit das Ganze jetzt nicht rausfällt und auch besser zusammenhält. So, jetzt könnt ihr das einfach zuklappen von beiden Seiten. Und schneide dann so einfach in Stücke. Jetzt könnt ihr jedes Stück in der Mitte einmal durchschneiden, also nur in der Mitte. Die Seiten bleiben geschlossen, dass das dann so aussieht. Dann könnt ihr das, was ausgeschnitten ist, einfach ausnehmen. Die Seite kommt einfach da durch. Und noch einmal. Und fertig ist das. Lasse ich dir auf dem Blech noch mal 15 bis 20 Minuten gehen. Bestreiche die jetzt mit Eigelb und werde die dann bei 180 Grad 20 bis 30 Minuten backen, je nachdem wie groß ihr die gemacht habt, müsst ihr einfach mal gucken. So, nun habe ich die aus dem Ofen rausgenommen. Die sehen nicht nur super aus, schmecken auch super lecker. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat und wünsche euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Und bitte nicht vergessen, meine Videos zu teilen und zu kommentieren. Dann sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Video.